Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hannah. Hallo! Und Pascal. Was heute? Wir gehen ganz schnell auf die Insel, um die Rakete zu starten. Ja. Vielleicht kriege ich es noch hin im Morgengrauen, aber. Ja, mal schauen. Mhm. Wir hoffen, dass es irgendwie cool aussieht. Moment, wo geht's lang zu dem Ding? Ich weiß es auch nicht, aber ich gehe erstmal nur nach oben. Ja, ich bin auf Deutsch wieder runtergefallen. Das ist ganz schlimm. Ich bin verloren gegangen. Pascal, geh einfach irgendwo hoch. Ja, das mache ich gerade. Hier. Aber ich finde mich auch nicht zurecht auf dem Ding, ne? Ich kenne so einzelne Stellen von dieser Insel, aber hab keine Ahnung. Nee. Weiß, glaube ich, wo ihr meint. Ich bin gerade durch die Treppe. Ich bin gerade durch die Treppe durchgefallen, obwohl da kein Loch in der Treppe war. Nee, hier nicht. Okay. Pascal? Hier ist es nicht. War das nicht diese ganz empty Insel? Ja. Die war das. Ja, da, wo nie so viele Leute sind. Richtig. Ah ja, dort hinten. Dort hinten. Wenn du dieses Meditierding hast? Und runter willst. Pascal, ganz sicher, dass du das überlebst? So weit unter nicht. Ich wollte auf die eine Brücke drauf springen. Das habe ich gesehen. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Okay, Rakete startet. In. Soll ich? Oder wollen wir auf Pascal warten? Mach. Ja, ich bin hier ganz unten irgendwo und nirgendwo. Ja, okay, wenn da einer mitgeflogen wäre, ich weiß ja nicht. Und da fällt was runter. Deshalb ist es auf der Insel, wo ich war. Oh, Pupi. Mit dem Fangnetz, genau. So fängt man den ein. Ich habe von meiner Position aus nichts gesehen von der Rakete. Wo ist die gelandet? Im Meer hier? Nee, nicht ganz auf der Insel. Wenn du oben auf die Insel... Geh erstmal hoch zu der Insel, zu dem Teil, wo wir waren. Ja, ich gehe jetzt hier mal von der anderen Seite hoch. Nee. Da, wo ich nach Algen tauchen war, wenn dir das hilft. Ja, danke. War beim Algentauchen nicht dabei. Gelootet habe ich hier, glaube ich, schon alles. Was sei denn, ich bin jetzt an der Stelle, wo er ganz am Anfang angedockt hat mit dem Floß. Ich habe trotzdem noch einen Stein gefunden. Hey. Jetzt haben wir alle drei. Bauplan, Feuerwerk und mein erforschen. Ding ist einfach, mein gesamtes Inventar ist voll. Kannst du das vielleicht aufnehmen? Danke. Ja. Okay, ich gehe zum Raft zurück. Mach das. Wir haben alle drei Teile der Seilrutsche, oder? Ja. War das? Oh je, noch mehr Puppies. Brauchen wir noch mehr explosives Pulver? Davon kann man nicht genug haben. Bei dem Fahrraddingens. Alles gut, hallo Pascal. Hallo Pascal. Ich war doch hier bei der ersten, die wir irgendwo gefunden hatten. Wenn ich mich richtig erinnere. Mag sein, ja. Oder? Ja. Wenn wir hier hochgehen, dann müsste es da irgendwo sein. Wait. Ja. Ich eins kann nicht springen. Ah, hoch. Da war eine. Oder muss mir der erste wo? Keine Ahnung. War das hier irgendwo? Nee. So, hier sind wir jetzt ja wieder hier oben. War das hier drin? Ich denke auch, dass es irgendwo im Haus war. Das war irgendeine Werkstatt. War das vielleicht dort oben einfach drin? Ja, ich glaube, das war sogar oben drin. Weil das ist das Einzige, wo ich glaube, wo die Werkstatt drin war. Das ist ja ein Meditierstand. Ja, ich Seilrutschengeschirr. Seilrutsche. Wer hat's gefunden? Ich hab's gecraftet, Hannah hat's aufgenommen. Zurück zum Raft. Super. Was soll ich mit diesem Major Tom machen? Mit was? Major Tom? Wo ist ein Major Tom? Den habe ich aufgenommen Gericht? Von der. Nee, das ist so irgendwas, was man irgendwo hinstellen kann. Er ist mir hin.
Nö, ich packe. Hängst du in die Wand irgendwo? Raum. Auf die. Oh. Ah, okay. Cool. Aber traurig, dass euch Major Tom nix sagt. Mir sagt das was. Sehr schön. Das ist doch von diesem Lied-Dingens. Ja, berühmtes Lied. Ja. Haben wir schon was gesagt, aber. Feuerwerk! Das ist dem gleichnamigen Lied Major Tom. Das ist der Raumfahrer, der dort stirbt. Seilrutschengeschirr. Ja. Seilrutsche. Metalldetektor. Oh. Aber dann können es auch. Das heißt, wir können es auch Seilrutschen bei uns selber. Ja. Auf unser Floß bauen. Die Beschreibung macht unglaublich viel Spaß. Ja. Ist so. Wenn so eine Seilrutsche oben von unserer Dachterrasse nach unten einfach oder sowas dann bauen. Metalldetektor. Ja. Nützlich, um wertvolle Metalle zu finden. Possible gehört? To find Titan, wisst ihr? Ja, war auch gerade so meine erste Frage. Also. Feuerwerk. Fünf Flanken. Nee, zu teuer. Wo hab ich die Seilrutsche her? Was, du hast eine eingesammelt? Wollen. Ich hab sie in im Inventar. Ja, okay, die zieh ich mal an. Man kann die anziehen, die Seilrutsche. Seilrutschengeschirr kannst du anziehen, aber nicht die Seilrutsche. Ja, meine ich ja. Das habe ich ja auch. Ach man, mein Inventar ist immer noch voll und ich heule die ganze Zeit deswegen rum. Und ich brauche einen Schrott. Und Plastik. Plastik. So, Seilrutschengeschirr. Geil. Hat noch jemand vier Planken? Nein. Ja. Wofür brauchst du vier Planken? Für eine kleine Anbaufläche. Fläche. Richtig. Die kleine Anbaufläche. Die kleine Anbaufläche. Was denn sonst? So, baue ich mir jetzt noch einen Metalldetektor oder schauen wir erstmal den Rest der Insel an? Das ist der Insel. Der kostet. Wir müssen auch immer noch rausfinden, wo dieses Krankenhaus ist. Das wird wahrscheinlich mit den Seilrutschen Dingern sein. Man kann einfach den Metalldetektor kann man einfach mit einer leeren Batterie craften. Und der ist trotzdem voll. Nice. Oh, da hat jemand einen Cheat gefunden. Warte, ich habe noch Zeug im Inventar, das kann ich loswerden. Die Ananas zum Beispiel. Och, Junge, jetzt steht hier so viel Zeug rum. Die Melone, die kann ich auch noch da reinpacken und essen. So, die ganzen Eier, die kann ich auch alle essen. Hey, diese Tür. So, dann haben wir hier... Müllwürfel. Und... Federn. Und explosives Pulver, das ich erstmal hier in die Stuffkiste packen wollte. Hast du gelbe Blumen angepflanzt, weil die fehlten noch? Nö. Mist. Scharniere, noch mehr Bolzen. Glas. Hier packen wir Leder dazu. Steine, komm in die Müllkiste bitte. So. Hier kommt der Seetang dazu. Das explosive Pulver, was hier fertig ist, tun wir da rein. Hier fehlen Planken. Ich brauche so einen dezenten Fall von Inventarvermüllung. Okay, dieses Werfen mit den Steinen ist echt schwierig. Schwierig. Haben wir sowas wie Rohre schon erforscht? Ja, haben wir schon lange. Und dafür brauchen wir viel Schrott. Und das würde ich nicht machen jetzt. So, mein Inventar ist leer. Von mir aus können wir los. Ja. Okay, aber sonst hätte ich jetzt nämlich gesagt, wir basteln mal ein paar Rohre an die Dinger zum Fahren. Ja, ich weiß. Und basteln so einen Biokraftstofftank, wo die ganzen Biokraftstoffe einfach reinschmeißen. Und dann tun die automatisch sich das Zeug nachsaugen, wenn sie es brauchen, wenn sie leer sind. Ja, das ist der Plan. Allerdings hatten wir dafür nie genug Schrott. Also Topfen und Schrott finden. Ja, los geht's. Wohin gehen wir jetzt nochmal? Zu den Seilrutschen? Ach so. Was kein jetzt Plan, machen? Was wir jetzt machen. Ich hab schon vergessen. Ah, Gott. Dass wir Seilrutschen gebaut haben, um sie zu benutzen, ne?
Wir haben sie ja nicht mal alle gebaut, sondern wir haben einfach welche bekommen. Nein, ich musste meine selber bauen. Achso, hast du die nicht aufgenommen? Wie viele haben die hast du ja genommen. Ich hab zwei. Und die eine habe ich Pascal gegeben. Und ja, Pascal, ich check, was du meinst. Du bist einfach irgendwo durchgefallen. Das habe ich jetzt auch noch bekommen. Wirkst du, als ob du den Weg auswendig kennen würdest, Tobi? Nö, tu ich nicht. Ich renne nur irgendwo lang. Sich hier runterspringen und die Seilrutsche dabei. Okay, also man kann nur in die. Man kann nur in Richtung von nach unten die Seilrutsche machen müssen. Sie haben ja, das ist logisch. Wir müssen die nach oben fahren. Also wenn ich hier so viel runterspringe und die Seilrutsche nehme, bringt mir das nicht viel. Wir müssen wahrscheinlich wieder zurück zu dem, dem Hauptposten. Wo wir das Ding überhaupt gebaut haben. Ah, Mist. Also das Mitteldingens. Einmal wieder nach ganz nach unten und ich habe keine Lampe dabei. Ich habe auch keine Lampe. Und ich weiß nicht mal, wo ich bin. Aber nee, gut, hier geht's noch nicht runter. Da geht's lang. Da komme ich nicht lang. Hier komme ich lang. Wie komme ich denn zu dem mittleren Ding nochmal oben drauf? Du gehst zum Fahrrad, gehst dort hoch. Moin. Das ist wirklich cool. Also. Das ist cool. Genau, hier kommt man hin und her, oder wie? Also. So, jetzt hier rüber zum Major. Warte doch auf mich, ich bin noch lost. Bin ich jetzt im Zentraldingens? Ja, ich glaub schon. Seh dich nicht. Ich hab einen Hut des Bürgermeisters. Ladegerät! Ladegerät! Dieser Turm, wo wir die Dinger vorhin erforscht haben. Ich brauche einen Schlüssel zur Truhe des Bürgermeisters hier. Hier, den haben wir noch nicht. Das ist richtig. Aber den finden wir vielleicht im Krankenhaus. Wow, schön, dass sie das Zeug einfach alles so rumliegen lassen. So, Pascal, wo bist du jetzt gerade? Ich kletter hier irgendwo hoch. Okay, kletter erstmal wieder ganz hoch, dort wo wir eigentlich gefühlt haben. Hier ist eine Seilrutsche. Bei mir. Dann geh doch dort mal runter. Ich geh jetzt in die Mitte. Sehr gut. Achso, das, ja, okay. Gut, ich bin schon in der Mitte. Ja, und jetzt da hoch? Da geht's und dann kannst du ja hoch aufs Dach, richtig? Jetzt ganz oben auf dem Dach, bei der Flagge. Genau. Und da hast du ja bei der Flagge so einen, eine Seilrutsche. Genau, und da sind wir. Ja, auf der Major-Insel. Ja. Au. Space drücken. Das ist gegen den Pfosten geknallt hier. Da so, gibt's ja noch irgendwas. Hey, hier runter. Also hier geht's noch runter. Truhe? Hier geht's runter zu der Truhe. Das könnte einer machen. Wo es hier weiter gibt, weiß ich nicht. Diese Rutsche bringt doch nichts. Mit der kommt man genau da an, wo ich gerade eben war, um wieder hochzulaufen. Okay. Naja, aber da geht's zu einer Kiste, wo du sonst nicht hinkommst. Da, wo der gerade runtergerutscht ist, oder die Kiste da, kann man die aufnehmen? Ja. Okay, was war drin? Das ist einfach eine ganz normale Kiste. Okay, schade. Und dann gibt es irgendwo, muss ja noch eine Krankenstation sein. Ja, eben. Und wir müssen irgendwo noch den Schlüssel des Bürgermeisters finden. Und ich entsinne mich, dass uns auch noch da hinten ist Krankenstation. Ich entsinne mich, dass wir auch irgendwie noch Schweine finden müssten, oder? Wo ist er? Also jetzt wieder zurück zu euch, okay. Okay. Ich weiß nicht mehr, also wo seid ihr jetzt? Haupt. Tobi ist, glaube ich, in der Mitte. Ja. Okay. Dann komme ich auch mal hoch. Ich komme auch wieder in die Mitte. Okay. Wo ist das Krankenhaus?
Da, wo auch die Schweine sind, hier. Warte doch kurz auf mich. Ja, das hilft mir herzlich wenig. Andere Richtung als Major runterfahren. Da, wo du hin und her bist. Ah, ja. Also jetzt auch wieder ganz oben auf dem Dach, oder wie? Ja, genau. Ich werde von einem Haufen wilder Schweine angegriffen, ich sag's nur. Ja. Aber die sind relativ einfach zu killen. Wenn du nicht gerade... Von 5 gleichzeitig angegriffen wirst, ja. Ich schau euch mal zu dabei. Ich wollte gerade sagen, du kannst auch mit dem Bogen dazu schießen, aber oh, ich bin fast tot. Ich besitze weder einen Bogen noch einen Speer. So viel auf einmal ist wirklich... Okay, ja, ich bin auch fast tot. Ich habe keine Hälse hier, aber ne. Ich habe welche, wenn du willst. Ja, ist gut. Ist auch schon wie... Haben wir alle getötet, okay. Na, eins ist noch. So... Ja, ich weiß noch. Ich find's auch mal so schön, wie wir uns mit einer Salbe aus Eiern und Ton eincremen. Ja. Das Zeug Haie-Salbe taufen. Also, naja, dass das hier ein Krankenhaus sein soll, naja. Besser als nichts. Scheiße, ich bin runtergefahren. Hier liegt auch einfach Haie-Salbe rum. Cool, oh lol, hier war... Ach lol, hier ist eine Schlucht. Cool. Ist ja anders dunkel. Ich finde es cool, dass hier nicht einfach so irgendwas drin liegt. Okay, hier, Tobi, hier ist was drin. Ne? Oder Pascal, mach das mal auf. Oder zumindest zeig das mal. Warte, wo? Schlüssel zur Truhe des Bürgermeisters. Yay. Und ein Hinweis. Stuck in the shack, sick as a dog. I don't think I can treat anyone in my condition and these people know it. I asked them to leave me here. It's the pigs. For weeks they've acted erratic. I've been blind to it. I didn't even notice the butchers getting sick. It all started when Olaf Wilkstrom arrived, and I do not see it as a coincidence. Aber die Beschuldigung, also alle diesen Olaf. Der schuld ist an allem, dass der böse ist, krank gemacht hat. Aber ist war Olaf nicht auf dem... Ja, Olaf ist doch der gleiche wie auf dem Boot. Ja. Was er gerade hat. Und da waren diese Ratten. Die auch... Da waren doch diese Ratten, die von irgendjemand infiziert wurden. Ja. Hat jemand Essen? Meine, ja, hier, ja. hier. Ruben, also von Hanne. Das ist... Ich lese gerade in dem Buch. Die Yacht für diese Reise ist schlecht vorbereitet. Olaf ließ Platz für eine Tanzfläche, aber keinen Platz für Vorräte. Ja, okay, das ist der dann. Ja. Das ist ja irgendwie, wir haben irgendwie Olaf hinterherreißen. Ja, glaube ich auch. Hat jemand dringend Essen? Dringend Essen habe ich, ja. Hier, komm, bitteschön. Komm wieder zurück. Ach so, und ja, hier... Ich brauche trotzdem noch was, ist trotzdem nicht genug. Ach ja, wenn du wieder zurück zu dieser Insel kommst, wo die Schweine waren, will ich es geben. Jetzt habe ich Eier bekommen von Tobi. Ah, okay. Du weißt hier noch irgendwas? Ich gehe zurück zur Hütte des Bürgermeisters, ne? Ich habe einen Steak mit Marmelade. Als cool. Rezept. Als Rezept? Oh mein Gott. Ein Steak mit was? Ein Steak mit Marmelade. Steak mit Marmelade? Ja. Und wer soll das essen? Ich. Das klingt doch nicht... Wenn du es nicht essen möchtest, dann esse ich das. Es klingt nicht ernstweise appetitlich, muss ich sagen. Können wir auch irgendwann so eine Karawanenstadt machen? Beginner-Sipponaut. 100 Salbe. Steak mit Marmelade. Okay, wir haben Caravan Town Historian, das heißt, wir haben alle Notizen auch. Und noch irgendeinen Plan erhalten gerade. Tangaroa ist das nächste. Ladegerät. Motorsteuerung! Motorsteuerung! Wuhu! Wie Motorsteuerung, wo Motorsteuerung? Habe ich gerade auch genommen, den Plan. Ja. In der Kiste mit. Okay.
Ich bin jetzt hier ganz oben. Haben wir noch irgendwas nicht erforscht an der Insel? Nö. So, ich komme angekraucht, weil ich nichts zu trinken habe. Hast du irgendwas mitgenommen? Nö. Ich hänge mal das Rezept an die Wand. Aber wir können Ladegerät. Kann an Treibstoffrohre angeschlossen werden. Braucht Titanbahn. Kontrollpunkte. Ermöglichen es dir, alle Motoren von einem Ort auszusteuern. Finde ich gut. Braucht Titanbahn. Ich würde sagen, wir sollten mal mit dem Metallsucher auf die Reise gehen. True. Wahrscheinlich werden wir auf dem Wege mit Titan finden, dass man es wirklich nur vergraben finden kann. Ja, aber ich würde das nicht mehr auf dieser Insel machen. Eben. Nicht? Aber ich würde sagen, ich würde es auf der Insel mal ausprobieren. Ich habe gerade geschaut, da war nichts. Also kein einziges Signal. Okay. Was erst würde ich das auf anderen Inseln machen, weil du findest dich hier eindeutig nicht zurecht. Wenn wir dich ständig suchen müssen, beziehungsweise du uns ständig suchen musst, ist das äußerst ungünstig. Nein, nur ich habe ein Ladegerät. Also ich hab mir schon so ein Ding gecraftet und. Ja, dann stell das auf und mach die ganzen Batterien da drauf. Müssen wir nie wieder Batterien craften. Kein Ladegerät, das ist einfach Blödsinn als Metalldetektor. Sorry. So. Wir brauchen den Metalldetektor, um. Titanbahn für das Ladegerät. Genau. Das ist, warum ich noch kein Ladegerät haben könnte. Kann. Achso, ja, stimmt. Hm. Ich glaube, die Titanbahn finden wir dann auch erst in der nächsten Folge, oder? Weiß ich nicht. Also ja, doch, wir hatten heute eine sehr hohe Content-Dichte eigentlich schon. Das Problem ist ja, ihr müsst ja wissen, wir produzieren vor und wenn ihr euch mal genau umgeschaut habt, dann ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass wir jetzt in der letzten Woche unserer Sommervorproduktion sind. Mit anderen Worten, die nächste Folge hier von Raft, bei der wird es dann sechs Wochen her sein, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Das heißt, wir werden gar keine Ahnung mehr von irgendwas haben. Das muss man auch bedenken. Aber gut, jetzt auf eine andere neue Insel noch reisen, diese Folge würde ich auch nicht mehr machen. Also okay, dann suchen wir jetzt noch eine neue Insel. Nee, würde ich nicht machen. Hä? Hast du das nicht gerade eben gesagt? Nein, nicht machen. Wenn, dann, wenn wir das Ding ausprobieren wollen, dann erst auf einer neuen Insel und dann auch erst in einer neuen Folge. Also entweder wir finden hier was oder wir lassen es sein. Okay. Was wir auch machen können, dass wir halt bis zum nächsten Mal halt vorspielen, uns die Ladestation bauen, dass wir den Titanbahn eben erforschen, weil das wird ziemlich viel Arbeit sein wahrscheinlich. Ich meine, wir können einfach mal kurz, wenn wir dann rausgefunden haben, wie das Ganze funktioniert, können wir den Metalldetektor kurz in einem kleinen Clip vorstellen und ansonsten. Genau, pass auf. Wir spielen vor, gehen zu irgendeiner Insel und dann hängen wir euch jetzt hier in der Folge. Hängen wir euch einen kurzen Clip dran, wie man mit dem Metalldetektor was findet. Ja. Klingt das nach einem Plan? Oder so. Machen wir. Diese Folge oder nächste Folge. Ja, diese. Okay, dann diese. Okay. Ja. Tschüss. 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 So, jetzt sind wir hier auf einer Insel. Und Metalldetektor raus. Linksklick. Gedrückt halten. Jetzt haben wir so Punkte. Hier ist übrigens ein Schwein rumgerannt, das hat er noch schon erledigt. Ja, grün. Grün, grün, grüner. Nee. Und während Tobi da nach Titan sucht, angel ich hier so ein bisschen mit den krassen Ködern und dann schauen wir mal, was ich da für neue Fische jetzt aus dem Wasser ziehe. Beim ersten Köder waren es, glaube ich, drei unterschiedliche Fischmodelle, die es da gab, die wir rausziehen konnten. Was haben sie gefunden? Ein Haufen Müll. Sehr gut. Ich habe einen Fallenschnapper. 8 Planken, 3 Plastik und ein Schrott. Aber kein Titan.